Servus Leute, willkommen nach langer Zeit wieder ein YouTube-Video. Und ja, es ist mitternachts. Morgen geht's auf nach Köln, 7 Stunden Autofahrt von Tirol nach Köln. Qualifikationswettkampf für die Evo Classics, die dann am 7.10. ist. Nimm euch morgen mit und ja, es wird geil. Eine gute neue Kamera am Start. Endlich, es kommen Videos. Morgen Leute, nach 3-4 Stunden Schlaf, ein bisschen zu wenig, aber gestern gab es 10 Stunden Schlaf, heute halt 3-4 Stunden Schlaf. Egal, überleben alles. Jetzt machen wir einen Shake mit Kaffee. Sachen habe ich großteils eingepackt, jetzt kommt noch Essen, Rucksack und dann ab geht's. 7 Stunden Autofahrt, oh. Los geht's. Das muss reichen. 800 Gramm Kartoffeln, 600 Gramm Hühnchen, ein bisschen Gemüse, hier Salat, ein bisschen Schafskäse, Gurke, Tomaten, Mixsalat, Heidelbeeren, Skill, ein bisschen zuckerfreien Ketchup. Oh yes! 2 Kapseln Multivitamin. 2 Kapseln Ashwagandha, rein damit. Hier habe ich Whey-Protein mit Kreatin, hier EAs eine Portion und hier so ein bisschen BAM-Supplements, Citrullin, Beta-Alanin, ein bisschen Salz. Yeah. So schaut's aus, ich kippe mir das, den Kaffee rein, ein bisschen Wasser, 40 Gramm Whey. Und ab geht's. Baby, wir gehen auf Safari. Yeah. Sonnig, aber bis zu 25 Grad. Und in diesem sehr unbeständigen Stil geht's auch in die neue Woche weiter. Bei Leben eine Party, nein, ich kann mich nicht beklagen. Wir alle lieben doch Stau, oder? Wow.
just like you know I always want stress. Like you know I always want stress. Like you know. We'll be right back.
Servus Leute, zurück von der Qualifikation, Doping-Test und alles, fand ich super, nur es gab Probleme. Verspätung wegen Stau, Nummer 1, ich bin ewig lang am Autofahren. Dann Nummer 2, ich fahre in die Siegenhalle. Dann habe ich gecheckt, die Halle ist zu. Dann schaue ich E-Mail nach. Ich habe nur über 1 Stunde 20 hinfahren müssen. Jetzt bin ich so weit von zu Hause entfernt. Und ich hätte jetzt so gerne den Wettkampf noch angeschaut. Und ich habe mir kein Hotel gebucht und habe nur gerade und gerade essen, bis ich zu Hause bin. Ja, es war so. Meine Klasse habe ich verpasst. Also Leichtgewicht, dann war ich halt im Mittelgewicht. Ja, sind immer in 5er- oder 6er-Teams, in 6er-Teams. Es lief gut, im Zweiervergleich, es lief echt gut. Und die Jury sind sehr bekannte, nette Leute, finde ich. Es war schon cool. Der Flair, also alles hat gepasst, würde ich sagen. Und jetzt bin ich nur mega müde. Jetzt fahre ich so weit, wie es geht, rascht bei irgendeiner Raststätte und dann fahre ich weiter nach Hause. Ich hätte so gerne noch mehr gesehen vom Wettkampf und ich wollte eigentlich irgendjemand meine Kamera in die Hand drücken und bitte mach ein Video von uns. Keine Zeit. Ich bin hergelaufen. Nass. Voller Regen. Absolute Halteverbot. Jetzt bin ich zurückgelaufen. Auto nicht abgeschleppt. Gott sei Dank. Ja, was soll ich jetzt sagen? Stressig. Mit trockenem Mund, voll verschwitzt auf die Bühne. Ja, egal. Wettkampf läuft besser. Cool. Gute Nachrichten, Leute. Es gibt einen Videoclip vom Wettkampf. Von Anfang bis Ende, jemand hat es aufgenommen. Warte nur, bis er mir das zuschickt und dann schneide ich das Video zusammen. Voll geil. Ja, ist nur in Rest zusammen und das Chor. Und dann bin ich da. Ich habe ein stilles Örtchen gefunden. Pflanze mich her, schlafe jetzt ein paar Stunden und dann geht's weiter nach Hause. Ich beende jetzt das Video. Es war eine geile Erfahrung. Und ich freue mich auf den Wettkampf oder Wettkampf. Auf die Wettkämpfe. Evo Classics und ANBF. Wenn es euch gefallen hat, Like-Button, haut's rein.